Oh, Zeit zum Spachteln. Mein Magen knurrt schon wie ein Grizzly. Juhu! Dieses Land ist riesengroß und nicht mal ausgeschildert. Doch mein Musikwerk wird famos, was die Strapazen mildert. So, ihr Pferdchen geht jetzt raus, dort gibt es lecker Hafer. Und die Jungs, die geben euch auch eiskaltes, frisches Wasser. Fein, da ist mein Dreck, ich find ihn immer wieder. Ja, ich weiß, ich bin sehr keck. Doch hört auf meine Lieder. Na, Kanto, schön, dass ihr auch mal gekommen seid. Ja, Herr Hawkins, komm, Rigoletto, genau richtig zum Essen. Ein lieber Danke, mein Schatz. Mmh, na, so am Lagerfeuer, da wäre doch ein bisschen Musik ganz hübsch. Ja, Musik, das hilft. Lass uns ein kleines Liedchen trällern. Du liegst mir am Herzen. Du, du, eins, zwei, drei. Du liegst mir am Herzen. Du liegst mir im Sinn. Du machst mir nur Schmerzen. Euer Kantor, da schlafen ihr die Füße ein. Winnetous Herz freut sich, Sam Hawkins zu sehen. Viele Monde sind vergangen. Ach, viel zu viele. Das war keine Sekunde zu früh und keine zu spät. Danke, Winnetou. Das ist die Trackleiterin.
Ich bin Rosalie Ebersbach, geborene Morgenstern, verwitwete Leia Müller. Grüß Gott. Charlie, es schwebt noch Gefahr über den weißen Siedlern. Die Nichoras folgen ihrer Spur. Winnetou kennt ein verborgenes Tal hinter dem Fels. Dann sollten wir den Track dorthin bringen. Folgt mir. Schieß auf. Wir holen die Pferde. Hawkins. Hawkins. War er das wirklich? Er. Yeah. Winnetou. Ja, wenn ich mich nicht irre. Und ich irre mich nie. Winnetou. So hab ich ihn mir vorgestellt. Thank you.
Sie mit der Gesamtsituation unzufrieden? Ich bin rein. Ich gebe euch alles, was ihr wollt. Kannst du mir die Leben der Krieger wiedergeben, die Bleichgesichter genommen haben? Kannst du die Büffel zum Leben erwecken, die unter ihren Donnerwüchsen sterben? Nein, aber ich habe Geld. Viel Geld. Ich habe so viel Geld, dass ich schweige. Oder dein nächstes Wort wird dein letztes sein. Mich dran halten, wenn ihr hier nächstes rauskommen wollt. Ihr macht euch die Mühe umsonst, rote Herrschaften. Mein guter Sam ist nur ein Gebrauchsgeist zu holen. Die Ältesten werden jetzt beraten, was mit Charanoa geschehen soll. Mukoshi war einst ein stolzer Krieger. Aber jetzt hat der Hass sein Herz verschlungen und seine Seele gefangen. Halt den Mund und geh mir aus den Augen. Der Plan des Bösewichts geht auf. Mukoshi hat den drei Gefangenen, die Raiden befreien will, am Rande des Gräbels gefesselt. So kann der Ölprinz und Butler leicht in das Dorf den Kummerers schleichen, um ihr teuflisches Spiel fortzusetzen. Später. Wir bringen euch in die Sicherheit. Wir sind euch ewig dankbar. Nein! Nein, dann fällt er auf die Stadt, wenn ich mich nicht irre. Oh, ich irre mich offenbar doch. Der Plan des Bösen. Die Bleichgesichter werden jetzt das Lied des Todes singen. Aua, singen? Das ist ja genau mein Stichwort. Aua, was macht ihr denn hier? Ich bin gleich bei Ihnen. Was ist das für ein Bleichgesicht? Lass ihn mal. Danke. Mein Name ist Franco Emeritus Matthäus Aurelius Hampel aus Plötzchen bei Dresden. Ui! Was für eine Szene! Wissen Sie, ich komme in den Westen, um eine Heldenoper zu komponieren. Sie kommen auch damit vor, Herr Häusling. Das sind Sie doch nicht wahr, ein Häusling, das sieht man gleich an dem wunderschönen Spuck hier. Nö! Wie ist denn das hier überhaupt alles inszeniert? Also mir gefällt es dieses Jahr ausgesprochen. Thank you.
meine sehr verehrten Herren, Roten und Bleigesichte. Wenn hier irgendjemand der Meinung ist, dass ich und eine Mais unter die Pony habe, dann haben wir uns nichts mehr zu sagen. Adios. Adios, goodbye, arrivederci und tschüss. Es sei doch nicht eingeschnappt. Schneidet uns endlich los, Herr Kantor. Bonjour, Kantor Emeritus, Herr Kantor, Herr Haupt, es könnte sich für das nicht lernen. Ich soll Ihnen helfen. Jemand, der mich für verrückt hält? Da wird ja jeder kommen. Herr Haupt, natürlich helfe ich Ihnen. Ich bin Musikus, nicht Präsident. Aber das sollen Sie ruhig denken. Hier, nehmen Sie mein Messer. Das gleiche Ding ist nicht verwirrt. Findet ihn. Doch, ich bin es. Es ist der Mann und meine Hemdkorn. Und verschließt ihn deinen Mund. Könnt ihr ihn nicht verlassen? Bald wird das Schicksal der Gleichgesichter besiegelt sein. Die Lichthorgers bereiten die Mannschaften vor. Benito, über zwei Wochen auf die Nacht. Vor der Schuss. Ergreift sie! Mokashi, soll die beiden dieser gehen lassen? Ergibt euch, Benito, oder die Bleichgesichter werden alle sterben. Nicht doch, Winnetou! Winnetou will deine Freunde nicht sterben können. An den Wasserfall mit ihm! Wenn die Pfeife der Beratung erloschen ist, werden die Bleichgesichter sterben. Und mit ihnen, Winnetou, nur erinnert das. Sieht nicht gut für uns aus, mein Bruder. Glaubst du, Schindelmann? Mari, du warst. Sieh, Herr Schikorin, das Feuer. Der Weg auf den Pueblo führt nur an Mokashi vorbei. Dann kämpfe ich um sie. So sei es. Mokashi sieht, dass Chisco zu schwach ist zum Kämpfen. Zum Kämpfen vielleicht, Winnetou, aber nicht zum Sterben. Ja. 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 Wenn er gegen einen Verletzten kämpfen würde. Welcher Kuriose hat euch befreit? Wenn er Mut hat, kreuzt er mit Winnetou die Lanzen des Feuers. Dann wird Mokashi jetzt als der Häuptling aller Apachen.
Ich nehme meinen Bruder. Bitte. Sorry.